Gerd, wo gehst du hin? Ich gehe zu dem anderen Baum. Ach so. Schwieriger hier. Guten Abend, willkommen zurück zur dritten Staffel Studio Schmitt. Kennt ihr mich noch? Ich bin's, die Stimme der TikToks eurer kleinen Schwestern. Die dritte Staffel. Gregor ist Corona-bedingt heute nicht da. Wahrscheinlich ist er gerade einfach in Dubai am Strand. Aber wir haben Ersatz für ihn auf seinem Stuhl sitzen. Und jetzt also wieder Studio Schmitt. Jetzt wieder Studio Schmitt. Und das in diesen für uns allen ja, so eigenartigen Zeiten. Ich muss es ansprechen, den Elefant im Raum. Es ist ein sehr undankbarer Start in die Staffel für mich, denn vor knapp 2 Wochen sind wir als Gesellschaft in einer anderen Welt aufgewacht. Die Ochsenknechts laufen jetzt bei Sky. War das jetzt geschmacklos? Oder zum Beispiel, warum greift Putin eigentlich Atomkraftwerke an? Da sind doch gar keine Zivilisten drin. Sind solche Witze in Ordnung? Gerade jetzt musst du machen, haben mir ganz viele Leute geschrieben. Auf gar keinen Fall. Geschmacklos, haben mir andere gesagt. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ich stehe hier in Köln-Ossendorf, völlig lost, wie Kai Pflaume sagen würde, und versuche es einfach richtig zu machen, dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden. 32 Jahre bin ich alt. Bislang war der größte Schock meiner Generation das 1:0 von Italien beim Sommermärchen 2006. Ja gut, und der 11. September, klar, geschenkt, 11. September. Und die Live-Hochzeit von Sarah Connor und Mark Terenzi natürlich. Da hätten wir die 5000 Helme gebraucht. Annalena. Aber wir machen heute diese Show, während in Europa auf diesem Kontinent Krieg herrscht, während unschuldige Menschen flüchten und sterben, während ein souveränes Land einfach so überfallen wird, während ein Ex-Kanzler seine Würde endgültig unter merlot-getränkten Sandsäcken begräbt, während Politikerinnen jahrelang Putin hofieren und sich dann nicht zu blöd sind, das blau-gelbe Brandenburger Tor zu posten, während im Internet ein Überbietungswettbewerb im Gutsein stattfindet. Warum hast du noch nichts gepostet? Während dieser Krieg zurzeit auch völlig surreal auf TikTok ausgetragen wird und ich wirklich nicht überrascht wäre, wenn Selenskyj plötzlich mit den Elevator Boys im Aufzug stehen würde oder Putin mit einem Krimsekt den Tornado zündet. Alles denkbar. In einer Zeit, in der ich informiert sein möchte, aber auch nicht im News-Tsunami ertrinken will. Während ich mich beschämt frage, warum ich bei diesem Krieg so mitfühle und beim anderen nicht. Während ich abends mit mulmigem Gefühl ins Bett gehe und nicht weiß, ob er diese Nacht den Knopf drückt, wie wir absolut verantwortungsvollen Hauptstadtjournalisten sagen. Während ich durch die Instagram-Timeline scrolle und meine Emotionen irgendwo zwischen Kuchenrezepten, Hundewelpen, weinenden Kindern und schießenden Panzern endgültig abstumpfen und meine Seele irgendwann aussieht wie Putins Gesicht. Also wie eine Mischung aus Karsten Maschmeier und einem aufgepumpten Gästebett von Pocodomene. Und als dahergelaufener Medientyp kann ich auch gar nichts Substanzielles beitragen zum Thema Krieg. Das ist der große Unterschied zu Corona. Aber was ich kann Leute einladen. Ich kann Leute in diese Show einladen, denn wir haben uns entschieden, die Show nicht ausfallen zu lassen, aber auch keine Sendung zu machen wie immer. Wir wollen reden, wir wollen schnacken über das, was gerade in der Ukraine passiert, aber vor allem auch über das, was gerade in unseren Köpfen passiert. Und deswegen habe ich mir 3 wunderbare Gäste eingeladen, mit denen ich versuchen will, wenigstens ein paar Dinge einzuordnen. Hier sind Janine Kunze, Jürgen Milski und Thomas... Nein. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Nein, heute sind bei mir Samira El Ouassil, Vassili Golod und Dr. Leon Windscheid. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Wir feiern also ein bisschen Talkshow-Premiere hier bei Studio Schmitt. Ich bin der neue Lanz. Darüber wird zu reden sein. Samira, der ein wunderbares Buch gelungen ist. Nein, es ist eine spannende Runde und ich freue mich wirklich sehr, mit diesen Gästen jetzt zu sprechen. Schön, dass ihr da seid. Ah. So, jetzt muss ich aber auch wie Lanz euch hier so vorstellen, ne? So, da sieht man schon Leon. Hat leider auch Corona. Er hat das Gleiche wie Gregor, ist leider nicht da. Sie ist Autorin und Journalistin, arbeitet für das Online-Portal Übermedien und schreibt eine Online-Kolumne beim Spiegel. Ist studierte Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, beschäftigt sich intensiv mit der Macht der Wörter und der Narrative und wird uns heute ihren Blick auf die aktuellen Geschehnisse schildern. Herzlich willkommen, Samira El Ouassil. Dankeschön. So, er ist Psychologe und Autor. Er war auch schon, genau wie Samira, hier schon mal zu Gast. Er veröffentlicht mehrere Podcasts zum Thema Psychologie und ist Spiegel-Bestseller-Autor. Mit ihm sprechen wir darüber, wie sich der Krieg auf unsere mentale Gesundheit auswirkt. Herzlich willkommen, Dr. Leon Windscheid. Leon, grüß dich. So, und last but not least, er ist Journalist und arbeitet als Reporter für den WDR. Seine Mutter stammt aus Russland, sein Vater ist Ukrainer. Er selbst wurde in Charkiw geboren. Bis vor ein paar Tagen arbeitete er noch als Journalist in Moskau, wurde dann ausgeflogen. Und heute ist er bei uns, Vassili Golod. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Freue mich sehr. Vassili, warum warst du in Moskau? Mal ganz einfach gefragt. Warum warst du in Moskau und warum hast du dich entschieden, wieder zurückzukommen jetzt? Du hast es ja gerade am Anfang gesagt. Am 24. Februar hat sich die Welt verändert, Europa hat sich verändert und auch Russland verändert sich gerade massiv. Und ich wollte sehen, was mit dem Land passiert, dem Land, aus dem meine Mutter kommt, dem Land, in dem mein Opa heute noch lebt, dem Land, mit dem ich so viel verbinde. Also ich bin da eigentlich jedes Jahr, auch weil ich Familie habe, auch weil ich mich für die Entwicklung interessiere. Und ich wollte wissen, was macht das mit den Menschen, wie gucken die auf die Situation, wie gucken die auf den Krieg in der Ukraine. Und warum hast du dich entschieden, jetzt zurückzukommen? Wir haben von dem Mediengesetz ja, glaube ich, alle gehört. Russland hat sich massiv verändert, so sehr verändert, wie ich es vor einigen Wochen nicht hätte vorhersagen können, wie es, glaube ich, niemand hätte vorhersagen können. Dass Russland eine Autokratie ist, war klar, eine Art hybride Autokratie. Also das heißt, es gibt Prozesse, es gibt irgendwie ein Parlament, was irgendwie Abstimmungen macht. Es gab auch so etwas wie eine freie Presse, der Radiosender Echo Moskwy, der Fernsehsender TV Doschd. Also es gab durchaus Journalistinnen und Journalisten im Land, die kritisch darauf geguckt haben, was da passiert. Aber es war eben eine Autokratie. Es gab Wladimir Putin damals schon, einen Mann, der im Prinzip das macht, was er selber für richtig hält. Jetzt ist diese hybride Autokratie ganz klar zu einer Diktatur geworden oder auf einem sehr schnellen Weg dahin. Dieses Mediengesetz führt dazu, dass Journalistinnen und Journalisten, wie die genannten gerade von Echo Moskwy, von Doschd, nicht mehr das sagen können, was passiert, nicht mehr frei ihre Meinung sagen können. Das war vorher schon schwer, das ist jetzt unmöglich. Und ich habe gemerkt, dass ich mich als Mensch und als Journalist in diesem Land, das mir so viel bedeutet, gerade einfach nicht sicher fühle. Weil das, was ich beruflich mache, meine Arbeit wird dort kriminalisiert. Und Menschen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen, werden auch kriminalisiert. Wie nimmst du gerade als Mensch, weil du sagst, ich als Mensch, wie nimmst du als Mensch in deiner Familie gerade den Krieg wahr? Ich habe es eben gesagt, deine Mutter stammt aus Russland, dein Vater ist Ukrainer. Wie kann man sich das vorstellen gerade, das Spannungsverhältnis? Also meine Eltern haben da eine ganz klare Position. Beide sehen, dass Krieg ist. Beide verurteilen diesen Krieg. Beide sehen, dass das eine Entscheidung von Wladimir Putin ist. Und das macht natürlich beiden zu schaffen. Meine Mutter hat auch viele Jahre in Charkiw gelebt, hat da meinen Vater kennengelernt. Sie hat da Freunde, die jetzt auf der Flucht sind, die nicht mehr in dieser Stadt leben können. Beide gucken sich mit Angst, mit Sorge diese Bilder an, wie Gebäude zerstört werden. Mein Vater hat mir jetzt Fotos geschickt, der ist Fechter, Degenfechter von der Halle, in der er jahrelang gefochten hat, seinem Sport nachgegangen ist. Diese Halle gibt es jetzt nicht mehr, die ist kaputt. Ein anderer Fechter hat Medaillen zusammengesammelt, die dort lagen und hat gesagt, wenn das alles vorbei ist, dann verteilen wir die wieder an alle, die diese Medaillen mal gewonnen haben. Hat natürlich keinen monetären Wert, aber einen hohen emotionalen Wert. Und auch ich habe Freunde, mit denen ich vor einigen Wochen noch gesprochen habe, die sagten, macht doch keinen Stress, so ihr im Westen, ihr sagt die ganze Zeit, es kommt eine Invasion, so wir leben... Freunde aus der Ukraine oder Freunde aus... Freunde aus der Ukraine, genau. Und die haben gesagt, lasst uns doch unser Leben weiterleben. Und auch die sind völlig geschockt. Ein Freund von mir sagt, er ist aufgewacht am 24. vom Schrei seiner Tochter und wenig später hat er Explosionen gehört. Die sind in den Keller gegangen. Also das sind alles so Sachen, da rede ich jetzt drüber, aber ich kann es selber schwer fassen. Ich glaube, wie geht's dem jetzt? Die sind jetzt im Westen der Ukraine, in mehr oder weniger sicheren Umständen. Es weiß niemand, weil klar ist, Putin hat mit seinen Handlungen klar gezeigt, er will die gesamte Ukraine, er greift die gesamte Ukraine an. Ich bin erstaunt und ich habe großen Respekt davor, vor dem Mut und der Stärke der Menschen in der Ukraine. Ich bewundere das total, in einer solchen Situation mitten im Krieg so gefasst zu sein, das ist wirklich bemerkenswert. Und weil du nach Russland vielleicht noch gefragt hast, ich habe in Moskau eine parallele Realität gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die einfach ihr Leben weiterleben und ich habe Menschen gesehen, die diesen Krieg nicht wahrhaben wollen, auch weil er ihnen nicht gezeigt wird. In den Staatsmedien wird von einer militärischen Spezialoperation gesprochen. Krieg darf man nicht sagen, deshalb auch dieses Mediengesetz. Und das ist einfach unvorstellbar. Du sprichst mit Menschen und sagst denen, ey, Freunde von mir schicken gerade diese Bilder. So sieht es aus in Charkiw, so sieht es aus in Kiew. Und die sagen, unsere Armee würde niemals zivile Objekte bombardieren. Sagen Sie, diese Bilder stimmen nicht oder sind es Fakes? Oder wie wird das quasi nicht? Also ich spreche jetzt von normalen Menschen. Ja, ja. Die normalen Menschen sagen, diese Bilder stimmen nicht. Dann sagst du denen, die stimmen. Wir können diese Leute jetzt auch mit FaceTime anrufen. Ich kann dir das zeigen. Und dann sagen die, ja, vielleicht stimmen die doch, aber dann war es die ukrainische Armee, die ukrainischen Nazis, so wie es in Russland behauptet wird, die selber diese Angriffe vollziehen, um das dann Russland in die Schuhe zu schieben. Also man sucht immer seine Zutaten für sein Narrativ einfach. Genau, und das ist wichtig zu verstehen, dieser Krieg der Worte im russischen Staatsfernsehen, der läuft jetzt nicht seit 2 Wochen, der läuft nicht seit 3 Wochen, der läuft seit vielen Jahren, seit mehr als 8 Jahren. Die Ukraine, die ukrainische Politik wird diffamiert, schlecht geredet, als Land auf Abwägen dargestellt. Und die Menschen sind so darauf gepolt, dass die Ukraine gar nicht gut sein kann, dass sie das alles, was jetzt im Staatsfernsehen gesagt wird, glauben. Und sie glauben, dass die reale Bedrohung für Russland die NATO ist, die Ukraine ist. Sie glauben, dass ein Atomangriff auf Russland kurz bevorstand, den Putin jetzt verhindert. Und ich erlebe oder habe in Moskau 2 Arten von Menschen erlebt. Die einen, die das sozusagen vielleicht auch gar nicht wahrhaben wollen, was da wirklich passiert. Scheuklappen. Scheuklappen. Die anderen, die es verstehen, die von einer Katastrophe sprechen, von einer moralischen Katastrophe, von einer wirtschaftlichen Katastrophe, die aber völlig hilflos sind. Weil viele Jahre lang war es so, Putin macht das, was er macht. Und ich als Russin oder Russe lebe mein Leben. Ich gucke, dass es meiner Familie gut geht. Und ich habe eigentlich gar keinen Einfluss auf die Politik. Und das ist so eine Art... wie wir Europäer es ja irgendwie auch, wie der Westen es ja auch irgendwie gemacht hat, jahrelang gegenüber Putin. Wenn man ehrlich ist. Ja, also der Westen hat vieles. Der Westen hat nicht konsequent gehandelt 2014, als die Krim annektiert wurde, als der Ukraine ein Teil ihres Staatsgebiets weggenommen wurde. Der Westen hat nicht gehandelt, als der Krieg im Donbass begonnen hat. Wir haben 8 Jahre lang einen Krieg im Osten der Ukraine auch erlebt. Jetzt sehen wir aber, es kommen Sanktionen, es passieren Sanktionen und Menschen spüren das in Moskau. Ich habe eine Frau gesehen, die wollte in H&M rein, die Tür war zu. Das ist jetzt bis auf Weiteres so. Ikea hat zu, tausende Menschen verlieren ihre Jobs. Zahlungssysteme funktionieren teilweise nicht mehr. Also du siehst, dass der Rubel fällt. Das ist diese Metropole Moskau, diese Weltmetropole, in der es alles gibt, erlebt gerade eine massive Isolation. Und nicht, weil andere finden, dass Russland isoliert werden sollte, sondern weil Putin mit seinem Handeln, mit seiner aggressiven Politik gegen die Ukraine sein eigenes Land isoliert und die Freiheiten in seinem eigenen Land angreift. Aber glaubst du, der jetzt Moskau kennt, weil du jetzt bis kurzem vor Ort warst, dass diese Sanktionen greifen werden, dass es so eine Revolution von innen heraus geben wird? Oder kann es auch sein, dass Putin oder der Kreml das für sein Narrativ nutzt und sagt, seht ihr, der Westen ist schuld, dass ihr jetzt nicht mehr ins H&M reinkommt? Also das ist nicht auch eine Gefahr? Die einzige Möglichkeit, Putins Handeln zu stoppen, ist, wenn Menschen im eigenen Land, in Russland, gegen ihn aufstehen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen diesen Krieg nicht, wir wollen diese Art der Politik nicht. Es gibt viele Menschen, die Russland schon verlassen haben. Junge Menschen vor allem, Künstlerinnen und Künstler, auch Journalistinnen und Journalisten. Der Chefredakteur von TV Doschd zum Beispiel, ein mutiger Mann mit seiner Frau, die auch Journalistin ist, eine mutige Frau, die beide sagen, das ist gerade kein sicheres Land für uns. Es gibt andere Menschen, die gehen auf die Straße. Wir haben gesehen, wie eine 77-jährige Frau festgenommen wurde, weil sie gegen den Krieg auf die Straße gegangen ist. Wir haben gesehen, wie Familien mit Kindern festgenommen wurden, weil sie auf die Straße gegangen sind, mit harmlosen Plakaten vergleichsweise, wo draufsteht Nein zum Krieg. Und der entscheidende Punkt wird sein, deshalb, ich kann es nicht prognostizieren, aber der entscheidende Punkt wird sein, wenn die Menschen in Russland feststellen, das, was Putin macht, hat Einfluss auf mein Leben. Deswegen habe ich ein schlechteres Leben, deswegen kann ich mir gewisse Lebensmittel nicht leisten, alles wird teurer. Wenn die Menschen das verstehen, wenn sie verstehen, dass sie auch eine moralische Mitverantwortung dafür tragen, was gerade in der Ukraine passiert, und dann auf die Straße gehen, und zwar gemeinsam, Millionen von Menschen, nicht Tausende, dann kann das, was gerade in der Ukraine passiert, in irgendeiner Weise, vielleicht ist das auch eine Hoffnung, die aus mir spricht, gestoppt werden. Ob das passiert, wie das passiert und wann das passiert, das kann ich nicht sagen, das kann niemand sagen. Wie informieren sich die Menschen in Russland gerade eigentlich? Also über welche Kanäle? Weil es wird ja immer mehr dicht gemacht. Journalisten verlassen das Land, weil es jetzt eben dieses neue Mediengesetz gibt und 15 Jahre Knast drohen im schlimmsten Fall. Über welche Kanäle kann man sich das vorstellen? Es ist schwer, sich zu informieren. Also was geht, ist das Staatsfernsehen zu gucken. Das tun viele, das tut immer noch ein großer Teil, der größte Teil der Bevölkerung. Mhm. Aber da siehst du Moderatoren, die haben einen Sakko an. Und unter dem Sakko haben sie ein T-Shirt mit einem Z drauf. Dieser Buchstabe, der auf den Panzern auch zu sehen ist. Auf dem Brust. Auch dieser junge Olympionike jetzt auf dem Treppchen drauf hat. Genau, verschiedenste Leute tragen das in der Öffentlichkeit. Es gibt eine gezielte Kampagne vom Staat als Unterstützung für die russische Armee, für das russische Militär. Warum Z, wenn ich fragen darf? Also, woher kommt das? Oder ist es einfach nur ein Symbol? Einfach es gibt verschiedene Buchstaben. Also es gibt das Z, es gibt das X, unter anderem für die tschetschenischen Truppen. Es gibt im Netz Theorien, dass es heißt, irgendwie Steuerung Z, wir machen rückgängig, was gerade in der Ukraine passiert ist. Es ist auf jeden Fall ein Symbol. Es gibt auch Z, so za naшу armiu, für unsere Armee. Also es gibt da verschiedene Deutungen, aber Fakt ist, es ist eine Solidarität, die skizziert werden soll zu der eigenen Armee. Und das Spannende ist, es gibt keinen Krieg in Russland, es darf nicht von Krieg gesprochen werden. Und gleichzeitig führt Putin eine Politik, eine diktatorische Politik, die zeigt, dass er durchaus im Krieg ist. Es gibt Kriegszensur, wie gerade bezüglich der Journalisten angesprochen. Und die unabhängigen Möglichkeiten, sich zu informieren, das ist vor allem die Plattform Telegram. Ja. Da gibt es einige Medien noch, die dort Kanäle eröffnet haben. Was Positives über Telegram. Ja, gibt's ja gar nicht. Tatsächlich. In Russland ist es einer der wenigen Wege, sich frei zu informieren. YouTube ist noch möglich, aber auch da, Facebook wurde dicht gemacht, Twitter wurde dicht gemacht, beziehungsweise eingeschränkt nutzbar. Also es wird immer schwerer, sich frei zugängliche Informationen zu bekommen. Und deshalb werbe ich auch dafür, dass Menschen, die in Deutschland leben, Russisch sprechen, Familien in Russland haben, den direkten Dialog suchen, den Menschen erklären, was da passiert und nicht sagen, wie es so häufig heißt, davainya politiki, lass uns nicht über Politik reden, das ist so ein ganz bekannter Satz in Russland, lass uns nicht streiten. Aber jetzt geht es nicht um Streiten oder nicht Streiten, jetzt geht es darum, einen Krieg, einen sinnlosen Krieg zu stoppen. Und deshalb ist es ganz wichtig, mit Verwandten, mit Angehörigen, mit Freunden in den Dialog zu treten, ihnen zu erklären, was da passiert und unabhängig zu informieren, weil das ist in Russland so eigentlich nicht mehr möglich. Also Russland versucht so ein bisschen die Kommunikation unter Kontrolle zu kriegen. Die Ukraine wählt ja eher dann so eine offene Kommunikation. Wie schätzt du das ein jetzt als, ich würde mal sagen, Kommunikationsexpertin? Also man kann hier sehen, dass das auch ein Informationskrieg ist, der mit unterschiedlichen Kommunikationsmodi bestritten wird. Also wir haben eine Bottom-Down-Kommunikation von Putin, wenn man sich seine Videos anschaut, die sind sehr präsidial, die sind immer statisch, immer sitzend, immer von einem großen Tisch, immer eine Distanz erzeugend zu anderen politischen Akteuren oder zur Bevölkerung. Und dem gegenübergestellt haben wir natürlich einen Selenskyj, der immer in Bewegung ist, immer stehend. Sein aktuellstes Video ist dafür wirklich prototypisch, wie gut er das Medium begriffen hat, auf dem er agiert, insbesondere die sozialen Medien. Es fängt als Insta-Story, in der Insta-Ästhetik sozusagen, Selfie-Video an. Er filmt sich, wie er gerade im Regierungsgebäude unterwegs ist, zeigt noch die Stadt Kiew, um zu zeigen, ich bin noch da. Setzt sich dann immer noch in der Selfie-Ästhetik an einen Regierungstisch sozusagen. Schnitt, wir haben eine Frontalkamera und er imitiert schlussendlich eine in Anführungszeichen autokratische Ästhetik, wie wir sie die ganze Zeit vorher bei Putin gesehen haben, aber appropriiert sie, dadurch, dass er angefangen hat eben mit dieser Insta-Ästhetik und richtet dann das Wort an die ukrainische Bevölkerung. Und seine Kommunikation ist immer horizontal, also er spricht immer im Wir und Ihr, mobilisiert natürlich eben einen Gemeinschaftssinn, ein Gemeinschaftsgefühl und ist auch wirklich ein brillanter Rhetoriker, das muss man dazu sagen. Während wir bei Putin eben eine alte Sprache haben, die irgendwie noch klingt, als sei sie so postsowjetisch, aus dem Kalten Krieg noch übrig geblieben, schafft es Selenskyj auf eine Art zu kommunizieren mit der Bevölkerung, die genau die Werte und Emotionen mobilisiert, die wir brauchen, gerade wenn dieses Land eben überfallen worden ist. Ein Beispiel nur, um es deutlich zu machen. Gerne. Er sagt häufig den Satz, eben die UkrainerInnen sind unbewaffnet. Die einzige Waffe, die sie haben, ist ihre Tapferkeit. Die einzige andere Waffe, die sie haben, ist die Wahrheit. Ja. Und das ist ein Satz, der ist von so einer Größe, der ist von so einer politischen Anmut, dass man denken könnte, der ist vielleicht aus einem Film, aus 300 versus die Perser oder aus Spartacus oder so. Und das noch vielleicht als Klammer hinzugefügt, insgesamt ist natürlich die ganze Ästhetik auch fast sehr popkulturell. Also wir haben da wirklich eine Art ukrainischen Hawkeye auf der einen Seite, der die ganze Zeit im Kampfgebiet ist und Präsenz zeigt. Kleidung auch gewechselt hat, ne? Seit Kriegsbeginn. Absolut. Und auf der anderen Seite den unehelichen Sohn von einem James-Bond-Bösewicht und Dobby. So. Und das ist so, das sind die beiden Ästhetiken, die da aufeinandertreffen. Also wirklich Kalter Krieg und moderne Kommunikation aus 2021. Aber ist das nur, was heißt, du hast es jetzt gar nicht bewertet, aber ist es nur positiv zu sehen, dass ihr diese Form der Kommunikation wählt? Oder kann man auch sagen, ja, der Mann ist Schauspieler, der weiß genau, wie die Medien funktionieren, liegt da nicht auch eine gewisse Gefahr drin, sich angreifbar zu machen, weil er es vielleicht übertreibt? Ich glaube, seine Heldenreise, die Heldengeschichte, die er auch durchlebt hat, auch aufgrund seiner Biografie, ne, ein Komiker, der erstmal einen Lehrer spielt in einer Serie, wo er in der Serie unverhofft plötzlich zum Präsidenten der Ukraine wird. Und das überträgt sich dann in die Wirklichkeit, was ja schon eine quasi Realisierung einer Fiktion darstellt. Das ist so absurd, ne? Das ist vollkommen absurd. Krass. Und es wird schon mal, Stromberg würde uns plötzlich in den Krieg führen. Also ist ja, stell dir mal vor, du müsstest jetzt in den Krieg ziehen, das wollen wir nicht. Regieren. Ja, also es ist, und diese Fiktion also ist an und für sich schon so eine unglaubliche Aufsteigergeschichte, eine Underdog-Geschichte und in Kombination mit einer unfassbar tapferen ukrainischen Bevölkerung, die ebenso die sozialen Medien perfekt bespielt und, wenn ich das so sagen darf, eine eigene popkulturelle Sprache gefunden hat, um über diesen Krieg zu sprechen. Also ob es TikTok-Videos sind, die in der Ästhetik von Travel-Blogs sind oder Outfit of the Day, During War oder so. Also die wirklich schafft, diese Ästhetiken von Instagram zu nehmen, um ihre aktuelle Kriegssituation abzubilden und eine gewisse wehrhaften Galgenhumor an den Tag legen. Oder nehmen wir den Typen mit der Kippe im Mund, der eigenhändig diese Mine davon trägt. Da ist ein Galgenhumor drin, der viel subversiver ist, als jede Propaganda es sein könnte, weil Humor per se anti-autokratische Ideologie immer enthebelt. Aber ist es nicht trotzdem, hast du nicht auch gerade als Kommunikationsexpertin manchmal diese Momente, ich habe das dauernd, dass ich da so einen Grusel empfinde, wie die Freiwilligen mit dem gelben Band dann so grinsend an die Front fahren und es wirkt immer so, als könnten die danach nochmal Neustart drücken und ich denke so, nee, ihr fahrt jetzt wirklich in den Krieg oder... Weißt du, was ich meine? Also dieser Grusel, dass auch Arte jetzt stolz gepostet hat, bei uns in der Mediathek gibt es jetzt die Serie, in der Selenskyj groß geworden ist. Und der erste Kommentar darunter, bin ich die Einzige, die ihn irgendwie hot findet? Und ich habe so die Momente, wo ich irgendwie denke, wir sind wie in so einer Black Mirror-Folge gerade gefangen oder mittendrin. Gruselt es dir da nicht total, weil du diese ganzen Mechanismen ja sehr verstehst? Ich kann diese Beklemmung absolut nachvollziehen, aber natürlich ist das auch eine Form von popkulturellen Coping-Mechanismen, aber auch die Kommunikation. Und ich glaube, was wir festhalten müssen, das ist der erste europäische Krieg, der in Social Media auch stattfindet. Es ist der erste europäische Social Media Krieg, der uns alle gewissermaßen zu digitalen Zeugen und digitalen Zivilisten im Rahmen dieses Krieges macht. Sind wir nicht sogar Teil davon? Er hat Leute mit großen Accounts und blauen Haken. Du bist ja theoretisch, kannst du ja teilnehmen, intervenieren, dadurch, dass du Spendenaufrufe... Informieren. Quasi bist wie so ein Funker plötzlich, das ist mal ganz flapsig zu sagen. Bist Teil des Krieges. Wir haben, glaube ich, eine neue Form von Influencer sozusagen, nämlich Kriegsinfluencer, beziehungsweise eben Mobilisierungsinfluencer, die eine neue Form von Kampagnenarbeit starten und leisten müssen. Aber deswegen sage ich auch mit Bedacht, wir sind digitale Zivilisten, innerhalb dieses Krieges, der eben jetzt auch mit Social Media bestritten wird. Dementsprechend auch hier der Appell, achtsam, verantwortungsbewusst und medienethisch mit allen Informationen und Inhalten umgehen, die man über Social Media bekommt. Denn alles, was man selber verbreitet, teilt, kommentiert, trägt auch zu diesem Informationskrieg bei. Das heißt, wir haben auch, so banal es klingt, eine medienethische Verantwortung, wirklich aufmerksam mit den Informationen umzugehen. Welchen Eindruck hast du denn jetzt von den sozialen Medien? Hast du so Situationen, Momente, wo du denkst, wo soll das noch hinführen in den nächsten Konflikten, die vielleicht auch auf diesem Kontinent stattfinden? Vielleicht in China, Taiwan, der nächste, man weiß es nicht. Hast du da so Situationen, wo du denkst, eigentlich müsste man es, also wie so eine radikale Denke hat man ja manchmal polemisch, eigentlich müsste man es abschalten, was natürlich nicht geht. Aber es fühlt sich so an, als würde es alles irgendwie schlimmer machen. Oder bin ich da irgendwie zu pessimistisch? Zu dystopisch. Da ist ein Hauch Kulturpessimismus drin, ja. Weil wir müssen auch bedenken, dass eben soziale Medien, Telegram, YouTube, die Plattformen ja auch ein Informationsangebot liefern können. Ja. Eben, gerade wenn wir einen Informationskrieg haben und eine Propagandamaschinerie und ein Land, das in Cyberattacken quasi auch wirklich große Expertise und Routine hat, dass dem gegenübergestellt quasi ein demokratisches Sprechen in den sozialen Medien gestellt wird, welches übrigens auch genutzt wird, um Hilfsaktionen zu mobilisieren und die Flüchtlingshilfe zu organisieren. Dementsprechend würde ich das nicht so kulturpessimistisch sehen. Und vielleicht ist es am besten zusammengefasst mit der Wahrnehmung, dass die ukrainische Bevölkerung aus Liebe zu ihrem Land kommuniziert, die russische Regierung hingegen aus Angst, ihr Gesicht zu verlieren, kommuniziert. Und das sind die beiden Modi, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, das wird gefördert tatsächlich durch die guten Seiten von Social Media. Was ich schwierig finde, ist tatsächlich, dass alle ein Mitteilungsbedürfnis gerade haben. Das ist in der Natur einer Krise. Das ist natürlich ein Wunsch nach Einordnung, aber auch Verbalisierung der eigenen Angespanntheit sozusagen erfolgen muss. Und dementsprechend alle mit halb spekulativen Takes sozusagen ihre eigene Angespanntheit, ihre eigene Überforderung natürlich zum Ausdruck bringen wollen und auch Einschätzungen abgeben wollen. Und deswegen umso mehr auffällt, wenn man sich nicht dazu verhält oder nicht dazu kommuniziert. So. Wie sieht denn gerade eure Timeline aus? Ist das bei euch auch so, dass ihr scrollt, wie ich es eingangs... Doomscrolling. Ja, Doomscrolling. Du hast Kuchenrezepte, so ein Hundewelpen, dann hast du plötzlich ein verletztes Kind und das ist alles irgendwie das Gleiche auf der gleichen Plattform. Und da sehe ich irgendwie so eine Gefahr der Trivialisierung des Ganzen irgendwie drin. Ist das bei euch auch so, oder? Ich verstehe, was du meinst, weil formalistisch natürlich alles quasi gleichgestellt ist. Nichtsdestotrotz emotionalisieren uns ja die entsprechenden Inhalte mehr, beziehungsweise die Inhalte mit entsprechendem Nachrichtenwert führen zu einer größeren inneren emotionalen Mobilisierung, als es jetzt dann zum Beispiel das Kuchenrezept macht oder sowas, das dann so einfach verweht im digitalen Äther. Deswegen formal sehe ich das Problem, aber auf Individualebene und emotional halte ich tatsächlich die NutzerInnen für sensibel genug und empathisch genug, irgendwie eine vernünftige Selektion an Informationen an den Tag zu legen. Da haben wir auch einen Experten dafür zugeschaltet, neben euch beiden. Leon, du hörst uns die ganze Zeit schon, ne? Ich höre euch die ganze Zeit und muss auch sagen, dass ich ganz viel von dem, was Samira erzählt, so total begeistert und interessiert auch aufnehme, weil sie ja da total und du ja da total in dem Thema bist. Und gleichzeitig habe ich aber auch im Kopf die vielen Untersuchungen, die wir mittlerweile haben zur Corona-Pandemie, eine ganz andere Krisensituation, aber eben auch eine Krisensituation, wo wir sehen können, dass dieses viele Scrollen, dass dieses permanente in den sozialen Medien hängen, sich vermeintlich informieren, natürlich auch von guten Quellen, dazu führt, dass Angstsymptome hochgehen, dass Stress mehr berichtet wird, dass Traurigkeit hochgeht, dass in einer deutschen Untersuchung auch gefunden werden konnte, dass depressive Stimmung dadurch eher entfacht wird. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Leuten, die sich damit massiv auseinandersetzen und da auch so einen total reflektierten Blick ja drauf haben, wie du jetzt, Samira, aber irgendwie auch Leuten, die vielleicht, wie Tommy es gerade beschreibt, durch so eine Timeline scrollen und plötzlich rollt ein Panzer durchs Bild und in deinem Kopf ist so eine Überladung, ist so ein, wie wir das in der Psychologie nennen, Hyperarousal, so eine maximale Erregung, wo Stresshormone ausgeschüttet werden, die gar nicht mehr runterfahren, dass ich mir schon immer wünsche, dass wir das als unglaublich zweischneidiges Schwert sehen. Weil das, was Samira jetzt beschrieben hat, war für mich sehr, sehr, sehr viel Positives drin, was ich auch alles sehe und erlebe. Aber ich finde, wir dürfen nicht vergessen, was das mit uns macht, wenn du die ganze Zeit in so einer Routine drin hängst, die sich von selbst verstärkt, die möchte, dass du das immer mehr machst, die in deinem Kopf die ganze Zeit belohnt, dass du dir die News reinziehst, weil du das Gefühl bekommst, ich mache was, obwohl ich mich eigentlich machtlos fühle. Und das ist psychologisch zumindest für viele Leute nicht ungefährlich. Wie gehst du denn persönlich damit um? Wie informierst du dich? Naja, also grundsätzlich versuche ich das einzudämmen, indem ich zum Beispiel sage, raus aus dem Schlafzimmer. Ne? Gerade dieser Moment morgens, wenn du überhaupt zurück ins Bewusstsein, zurück in den Tag kommst, ist ja für viele so, okay, ich gehe genau durch die Timeline, wie du es gerade beschrieben hast. Und wenn du dann schaffst, dass du erstmal den Tag ankommst, überhaupt wach wirst, deinen Kopf ankommen lässt, ohne dass du dir das schon alles reinziehst und genauso umgekehrt abends sagst, es ist auch nicht das Letzte vorm Schlafen, dass du dir irgendwie die Instagram-Sachen reinballerst, dann hast du dir schon mal viel Gutes getan. Das zum Beispiel mache ich, klappt nicht immer, aber ich versuch's. Ein zweiter Punkt wären feste Zeiten, dass du nicht in diesen Automatismus reinkommst, der, habe ich gerade schon beschrieben, sich ja auch selbst befeuert durch einen Algorithmus, sondern sagst, ich gucke zum Beispiel irgendwie mittags einmal durch die großen Zeitschriften oder Zeitungsseiten und abends gucke ich mir nach dem Abendessen die Tagesschau an. Und dann war es das, ne? Und vielleicht schaffe ich sogar noch eine Balance zu finden, weil das, finde ich, ist ja auch was unglaublich Starkes, was Social Media natürlich kann. Samira hat es ja beschrieben, dass ich auch positive Nachrichten wahrnehme, dass ich eben nicht in so eine Blase reingerate, die nur davon lebt, dass mir irgendwelche Videos, ob dann echt oder unecht, angezeigt werden, wo hier noch eine Explosion stattfindet und da wieder irgendwelche Bomben fallen, was tatsächlich ja der Realität entspricht, was wir aber auch immer wieder sehen, ausgenutzt wird mit nicht realen Bildern, um irgendwie die Aufmerksamkeit von den Leuten an sich zu ziehen. Jetzt geht es den Menschen in der Ukraine wahnsinnig schlecht und ist überhaupt nicht mit uns vergleichbar. Das will ich auch nicht. Trotzdem ist es ja auch so, dass gerade unsere Generation, würde ich jetzt einfach mal behaupten, für die Leute zu sprechen, so einen gewissen Weltschmerz gerade empfindet. Ne? Wir haben diese Big Three. Wir haben den Klimawandel, der über allem steht, wie so ein Iron Dome. Dann haben wir Corona seit 2 Jahren. Also Corona, das irgendwie gemacht hat, ist sowas wie Vorfreude, ist die schönste Freude, diese alte Floskel, das ist weg, weil über jedem Happening, was kommt, so ein großes Vielleicht steht. Das gibt es auch nicht mehr. Und jetzt kommt dieser Krieg noch. Wie ist das überhaupt zu verkraften für so eine junge Generation? Ja, also erstmal ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir anerkennen, dass negative Gefühle, wie jetzt ein Weltschmerz, dass uns da was wehtut, dass wir vielleicht Ängste haben und Sorgen machen, immer auch einen Sinn hat, ne? Also dieses, ich fange an zu handeln, ich versuche jetzt nicht, mich einfach nur einzuigeln und da paralysiert zu sitzen, das hat auch mit meinen Gefühlen zu tun. Also zum Beispiel eine Angst kann einen unglaublich anschieben, stellt Energie zur Verfügung, eine Wut weist mich hin auf eine Ungerechtigkeit. Wenn ich so etwas empfinde, ist das gut erstmal, dass ich das empfinde, weil daraus Veränderung entstehen kann. Und gleichzeitig haben wir, und das ist eben eine Problematik, eben durch die Pandemie und durch auch viele andere Belastungen, die gerade für junge Menschen dieser Welt ja voll reinhauen, schon die ganze Zeit so ein Päckchen, was wir auf der Schulter mit uns rumschleppen. Und für mich ist da mal so das Bild ein bisschen, wir gehen mit unterschiedlich schweren Rucksäcken durchs Leben und laufen alle über so einen zugefrorenen See. Und bei manchen ist der Rucksack schwerer und bei anderen vielleicht leichter. Und wenn ich dir jetzt aber noch was obendrauf schmeiße, wie den Krieg, nachdem vielleicht in der Pandemie du zu denen gehörtest, wo die Angst- und Depressionssymptome schon hochgegangen sind, was wir bei sehr, sehr vielen Menschen sehen konnten, dann bricht plötzlich das Eis unter dir durch. Und ich glaube, wir dürfen einfach nicht unterschätzen, was für ein psychologischer Fußabdruck jetzt gerade alleine durch die Corona-Pandemie schon in vielen Köpfen ist. Die, denen es gut geht, die dürfen auf Resilienz hoffen. Die sind sehr wahrscheinlich auch mit so einer Krise jetzt eher so wie viele Menschen, dass sie psychisch stark bleiben und das Ganze durchstehen werden, auch ohne größere Folgen. Aber die, die eh schon was mit sich rumschleppen, was vielleicht zu schwer wiegt, auf die müssen wir jetzt besonders achten. Ist das auch der Grund, also dein Bild mit dem zugefrorenen See, warum Menschen eben anders oder verschieden mit dieser Krise umgehen? Das meintest du, ne? Ja, ganz, ganz wichtig, ne? Meine Mutter sagt immer, Lea, du machst dieses, jenes, solches. Das wäre für mich total stressig. Ich sage mal, Mutter, ja, du bist jahrelang jeden Morgen um 8 Uhr in eine Schule, in eine Hauptschule gefahren und hast dich vor 30 Schüler gestellt. Das wäre für mich total stressig. Ja. Herausforderung ist für Menschen immer ganz unterschiedlich. Und es gibt da 2 Schritte. Der erste ist, dass ich in so einer Erstbewertung überhaupt mal feststelle, okay, da kommt was auf mich zu, was mich herausfordern könnte. Und dann kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, nämlich eine zweite Bewertung. Habe ich genug Ressourcen, um mit dieser Herausforderung jetzt umzugehen? Und wenn ich beim zweiten Schritt zu einem Ja komme, dann kann die Herausforderung auch massiv groß sein. Aber wenn ich sage, ich habe genug soziales Umfeld, ich habe genug Ausgleich, ich stehe sowieso gut im Leben, dann werde ich diese krasse Welle, die da auf mich zuschwappt, packen können, ne? Andersrum, wenn ich in diesem zweiten Schritt zu einem Nein komme, dann ist das immer noch ein und dieselbe Herausforderung, aber vielleicht sind da 2 Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen und dem einen reißt die Welle dann den Boden unter den Füßen weg. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Spaß, Hedonismus so in dieser Zeit? Das wird ja jetzt gerade hier in Köln sehr kritisiert, während Karneval zum Beispiel. Jetzt kann man doch nicht Karneval feiern und so weiter und so fort. Wie ist denn das zu sehen? Ist es nicht sogar vielleicht wie so ein Schutzmechanismus oder hilft es nicht sogar manchen Leuten? Man kann ja, wie du gerade schon gesagt hast, jeder reagiert ja anders auf so eine Krise und jede. Vielleicht hilft es ja auch noch einigen Menschen, einfach mal eine stumpfe Party zu feiern. Ich bin da in diesen Chor nicht mit eingestiegen, die Leute dafür direkt zu kritisieren. Wie siehst du das? Nee, ich steige da jetzt mal ganz andersrum mit ein und finde das total unfair. Ich fand das von den Kölnerinnen und Kölnern wirklich so beachtlich, so stark, wie dieser Rosenmontagszug stattgefunden hat, dass da Leute einfach auch ihre Traurigkeit gezeigt haben, geteilt haben und gleichzeitig, dass Partys stattfinden durften. Und da dann mit dem Finger drauf zu zeigen, ist deswegen total unfair, weil was wir aus der Trauerforschung wissen, eigentlich so aussieht, dass in einem Kopf immer 2 Prozesse ablaufen parallel. Irgendwas ist schrecklich, zum Beispiel, dass jemand gestorben ist oder dass es einen Krieg gibt oder eine Pandemie. Und ein Teil in unserem Kopf, der ist so dieser Traurigkeit zugewandt, die wir brauchen. Das haben wir eben gesagt, wir brauchen die negativen Gefühle. Da ist düstere Stimmung, da hängen viele graue Wolken am Himmel. Der andere Teil in unserem Kopf, und das schwingt so hin und her, nicht regelmäßig, sondern auch ganz chaotisch, der ist positiven Gefühlen zugewandt. Der braucht zwischendurch mal eine Ablenkung, der braucht zwischendurch vielleicht mal den Impuls zu sagen, ich treffe jetzt Freunde, ich gehe feiern, ich habe heute eine Partynacht und morgen stehe ich wieder da und bin total traurig. Mhm. Wenn wir diesen positiven Teil wegnehmen, dann fehlt uns ein unglaublich wichtiger Coping-Mechanismus. Das ist also eine ganz zentrale Strategie, um mit Krisen umzugehen. Was können wir ganz praktisch tun, um unsere Psyche jetzt zu schonen? Also nochmal gesagt, uns geht es nicht so schlecht wie den Leuten da unten. Trotzdem ist mir das wichtig, das anzusprechen. Was kann man konkret tun? Also Angst bitte jetzt nicht wegdrücken, ne? Alles, was so an negativen Gefühlen da ist, darf da sein. Und je mehr ich versuche, das wegzuschieben, das kannst du dir vorstellen wie ein Wasserball, den ich unter Wasser drücke. Der Druck wird größer, je fester ich drücke. Also das annehmen erstmal und drüber sprechen. Und auch akzeptieren, dass Ängste jetzt rational sind. Wir haben das sonst oft in Angsttherapien zum Beispiel, dass die Leute vor irgendwas Angst haben, was irrational ist. Dann muss man versuchen, das loszuwerden. Jetzt gerade sind Ängste aber okay, weil wir stehen vor einer Gefahr. Also Angst haben ist okay, Wut fühlen ist okay, eine Machtlosigkeit spüren ist okay, keine Ahnung haben ist für mich auch okay, nichts posten ist absolut okay. Mhm. Nur eine Sache wäre für mich nicht okay. Aus so einer Machtlosigkeit, aus so einem Gefühl von Machtlosigkeit heraus entsteht ganz oft in unserem Kopf der Wunsch, jetzt will ich irgendwas tun, ne? Und dann kann ich durch eine Timeline scrollen und mich kurz befriedigen oder ich kann, und das passiert leider in ganz, ganz vielen Köpfen in dem Moment, einen Hass entwickeln. Das fühlt sich dann an, als würde ich irgendwas machen. Jetzt fange ich mal an, alle Russinnen und Russen zu hören. Und ich finde, wenn man dann jemandem wie Vassili jetzt hier zuhört, merkt man plötzlich, das ist doch der absolut falsche Weg, ne? Also wenn ich jetzt was tun möchte, merke, dass in meinem Kopf so dieser Druck entsteht, irgendwas machen, dann kann ich doch zum Beispiel spenden. Wir hatten jetzt in Münster Leute, die sind privat losgegangen und haben die Unterkünfte für Geflohene wieder aufbereitet, dort sauber gemacht, geputzt. Es gibt viele, viele Initiativen. Samira hat das beschrieben im Netz, sich da vielleicht zu vernetzen und auszutauschen. Dann kriegt mein Kopf die Befriedigung, dass ich etwas tue, dem etwas entgegensetze und mich nicht machtlos hingebe. Danke, Leon. Mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was macht euch beiden persönlich jetzt Hoffnung in dieser Zeit zum Abschluss, wenn wir positiv hier rauskommen? Die unglaubliche Mobilisierung in Bezug auf die Flüchtlingshilfe in Deutschland und tatsächlich die vielen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Und dir? Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, die Solidarität in Deutschland, in Europa, aber auch der Mut der Menschen in Russland. Und meine Hoffnung ist, dass in Russland etwas passiert und dass in Russland ein Wandel beginnt, der vieles auch im Land zum Besseren ändert. Ich glaube, besser kann man es nicht beenden. Die Hoffnung habe ich auch. Vielen Dank euch. Danke Samira, danke Vassili, danke Leon. Danke, dass ihr das hier auch mitgemacht habt, diese etwas andere Sendung. Wir haben uns dazu entschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten vielleicht ein paar Fragen lösen. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann zu Gast die Macher der Serie Die Discounter. Die Beltenbrüder und Bruno Alexander sind da. Da freue ich mich sehr drauf. Liebe Grüße an alle. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr.